Hörbar Oberdorf lautet heute das vielversprechende Motto im Dornbirner Oberdorf. Dass die Nacht heute hörbar laut wird, muss ich wohl keinem mehr erzählen. Kommt mit und lasst euch von den Impressionen im Dornbirner Oberdorf mitreißen. Sind Sie das erste Mal hier? Ja, bei der Veranstaltung schon. Und wie gefällt es Ihnen bisher? Ja, sehr gut, einmalig. Haben Sie schon alle Lokalitäten besucht oder fehlt noch was? Zwei. Es kommt nachher das Glöckele und dann die Retschka halt zum Schluss. Wie lange werden Sie hier noch verbleiben heute? Ja, schon noch einige Zeit. Hörbar Oberdorf findet heute statt hier. Wie gefällt es Ihnen bisher? Das war unsere erste Station bis jetzt sehr gut und jetzt ziehen wir weiter ins Schlossbräu. Dort soll es ja rockig zugehen, wie wir gehört haben. Das erste Mal hier? Ja, das erste Mal. Letztes Jahr verpasst oder nicht mitbekommen, dass das stattfindet? Beides, nicht mitgekommen und zugleich verpasst. Und wie lange werden Sie heute Nacht noch feiern? Das wissen wir noch nicht, Open End. Was hat Ihnen bisher am besten gefallen? Unsere erste Station, wie gesagt, ja, wir können noch nicht vergleichen. Bis jetzt war es sehr toll in der Rätschkachel, tolle Musik und ich denke, es wird noch ein unterhaltsamer Abend. Das nächste Jahr wieder dabei, wenn sowas stattfindet? Wenn wir hier sind, auf jeden Fall. Christoph, du bist hier heute im Oberdorf am Feiern. Was gefällt dir hier besonders gut? Das Bier, die Leute, Musik ist schon ganz gut. Die Künstler treten hier alle ohne Gage auf. Wie findest du das? Ja, super. Ich meine, dass man jetzt zahlen muss, okay, aber sorry. Ich denke mir, ist für viele, wenn sie jetzt noch nicht lange etwas machen, auch gut. Dann lernt man sie kennen, geht mal auf ein Konzert. Ist das dein erster Halt hier im Glöckele? Nee, das ist immer brutal oft, weil man dann nicht schafft. Und geht's heute noch weiter? Ich hoffe ja. Aber keine Ahnung, wo abend. Kann man schauen, wo Musik gut ist und mal schauen. Und wenn das Projekt Hörbar Oberdorf nächstes Jahr wieder an den Start geht, bist du mit dabei? Auf jeden Fall. Sicher. Okay.